Einen wunderschönen guten Tag, Freunde, ich grüße euch. Heute schauen wir uns gemeinsam ein weiteres E-Bike an. Es geht um das Vekole CO26. Ich denke mal, es wird so ausgesprochen, möglicherweise auch Vekole. Das ist ein sogenanntes Fully Fat Bike, beziehungsweise Fat E-Bike, denn es ist ja motorisiert. Das kann man direkt beim Hersteller bestellen, kostet 1349 Euro. Es gibt aber einen 5 Euro Rabattgutschein, und zwar MOS5. Den Kauflink und den Rabattgutschein findet ihr ohnehin unten in der Videobeschreibung. Ich habe das jetzt getestet. Wir hatten jetzt mal eine längere Tour gehabt. Ich muss allerdings dazu sagen, ich bin irgendwo immer noch in einer Metropole. Der Halle wird auch als die Metropole des Ostens bezeichnet. Und das E-Bike hier ist aber wirklich fürs Gelände gedacht. Das merkt man dann auch schon an der Bereifung, Freunde. Wir haben 26 Zoll Reifen, die nochmal 4 Zoll dick sind und auch ordentlich Profil haben. Dann merkt man es auch an der Federung. Also wir haben eine Federgabel erstmal mittig im Rahmen. Der Sattel ist gefedert und wir haben vorne eine Federgabel halt im Vorderrad, die man auch einstellen kann. Rahmenmaterial ist Aluminium. Aluminium-Legierung. Die Farbe habt ihr inzwischen schon gesehen, ist halt silbergrau. Gibt es auch dann nur in dieser einen Farbe. Befeuert wird unser 250 oder wahlweise 750 Watt starke Motor mit einem 768 Wattstunden starken austauschbaren Akku. Also den Akku, den müssen wir dann, wenn wir das Rad zum Beispiel in den Keller stellen, und denkt dran, wenn man in der Stadt wohnt, sollte man auf jeden Fall das Fahrrad halbwegs sich abschließen. Da kann man den Akku dann auch entnehmen. Der lässt sich wie immer abschließen, da ist dann ein Ersatzschlüssel dabei. Also ein Schlüssel und ein Ersatzschlüssel, sodass euch unterwegs der Akku nicht geklaut werden kann, wenn ihr denn halt irgendwo mal euer E-Bike wirklich sehr sicher abschließt. 768 Wattstunden, das ist schon recht sportlich. Hier wird auch vom Hersteller die reine Reichweite über einen Elektroantrieb angegeben, was recht praktisch ist, weil naja, die Strecke, die wir halt zurücklegen können, die ist mal abhängig davon, wie oft nutzen wir denn den Elektroantrieb. Also die Kilometerleistung, die wir fahren können, eben nur hier auf dem Motor, beträgt 55 bis 60 Kilometer, und das ist eigentlich schon mal recht sportlich. Dürfen wir nicht vergessen, dass wir alles mal hier in dem Preisbereich, ne, 1349 Euro bewerten, denn Elektrobikes kosten gerne deutlich mehr. Ob man das ja benötigt oder nicht, das ist immer davon abhängig. Wie oft benutzt ihr die Fahrräder eigentlich? Ist es eher spontan? Oder aber seid ihr zum Beispiel Pendler? Der Motor leistet 60 Newtonmeter und ihr könnt verschiedene Fahrmodi auswählen. Wir können rein elektrisch fahren. Wir können natürlich die Fahrunterstützung halt dann zuschalten. Das lässt sich auch mal in Stufen einstellen. Es gibt Stufen 1 bis 5. Und habt ihr dann eine stärkere oder halt eine schwächere Unterstützung durch den E-Motor. Das Ganze geht natürlich dann hier nur bis 25 Stundenkilometer. Danach müsst ihr selber strampeln, wenn ihr schneller fahren wollt. Ist klar. Es gibt natürlich als dritter Modus auch die Möglichkeit, einfach komplett ohne der Motorunterstützung zu fahren. Da kann man natürlich dann auch für diesen Modus aber den Akku rausnehmen. Und so könnt ihr natürlich das Fahrrad auch als ganz normales Mountainbike benutzen. Hier dann natürlich auch mit der Gangschaltung. Das ist eine Shimano Tourney TZ. Eine 7-Gang-Schaltung. Gehört zu den preisgünstigeren Schaltgruppen von Shimano. 7 Gänge ist halt okay. Die Schaltung selber, ich habe natürlich ein bisschen recherchiert, wird aber als robust zuverlässig angegeben, und das ist, denke ich mal, für uns in dem Falle wichtiger, als dass wir irgendeine Billo-Schaltgruppe haben, die dann halt 20 Gänge oder sowas mitbringt, aber dann nach ein paar Kilometern auseinanderfällt. Da wir hier ja ein bisschen mit Elektrik zu tun haben, es ist immer noch ein E-Bike, haben wir auch eine IP-Zertifizierung, und zwar IP65. Da steht dann, kann bei leichten Regen verwendet werden. Solltet auf jeden Fall das E-Bike nicht in den nächstgelegenen Fluss schmeißen. Was jetzt Körpergröße angeht, gibt der Hersteller an 1,65 Meter bis 2 Meter. Ich bin jetzt 1,95 Meter gefühlt. In der Praxis sind es 1,75. Ich habe natürlich jetzt keine Probleme gehabt. Ich bin ja wirklich perfekt in dem Maß, was halt angegeben wird. Ich habe mich auch ein bisschen informiert. Ich hatte jetzt dummerweise niemanden gehabt, nö, der jetzt halt 2 Meter groß ist, der das dann halt testen kann. Aber wir haben eine relativ kurze Sattelstange, die dann eventuell zu kurz wäre. Wirklich. Also für 2 Meter große Person. Ich habe mich ein bisschen bei anderen YouTubern mal informiert, und da ist so 1,85, 1,90 größer. Da könnte es dann heikel werden. 1,65, weiß gar nicht genau, wie groß Samin ist, aber das könnte hinkommen. Und sie ist auch mal ein bisschen Probe gefahren. Da würde ich sogar sagen, etwas kleinere Personen, die würden hier auch noch drauf passen. Wobei das Fahrrad jetzt wirklich nicht unbedingt für kleinere Personen konzipiert ist. Ihr habt ja schon ein paar Bilder gesehen. Es ist doch ein recht wuchtiges Fahrrad. Natürlich wirkt das auch so extrem monströs, eben wegen den fetten Reifen allein schon. Aber vor allem auch wegen den Eigengewichten. 37 Kilo Gesamtgewicht, und das ist schon ziemlich sportlich. Wenn man jetzt ein Carport hat, wenn man sein Eigenheim hat, das ist natürlich nicht das Thema. Da kann man einfach reinschieben und fertig. Beziehungsweise direkt unter den Carport runterfahren. Aber wenn man jetzt zum Beispiel das Fahrrad halt in den Keller buckeln möchte, weil man halt in einer Großstadt wohnt, in irgendeiner Mietwohnung, da muss man aber schon ein bisschen sportlich sein. Sonst kriegt man das Fahrrad nicht weg. Also
also es ist doch ziemlich schwer. Ich habe es wegbekommen, ich habe es auch aus dem ersten EG dann runtergeschleppt, weil ich es in der Wohnung zusammengebaut hatte. Da muss man schon eine gewisse Fitness mitbringen. Beim Fahren macht sich das nicht negativ bemerkbar, denn hier haben wir ja letztendlich den E-Motor und der leistet dann die Unterstützung, die man benötigt, dass man dann am Ende das Eigengewicht von dem Fahrrad da nicht bemerkt. Wir haben eine maximale Belastbarkeit von 150 Kilo. Hier müssen wir natürlich die 37 Kilo Fahrrad und Akku abziehen. Da können wir dann also noch 113 Kilo zuladen. Also jetzt das, was die Person wiegen darf, mit dem, was man möglicherweise auf den Gepäckträger zum Beispiel noch festschnallen. Ich denke mal, für die meisten reicht das. Oh, es gibt im Übrigen auch hier eine Reichweite, eine angegebene Reichweite. Ich habe es nicht getestet. Hier mit Tretunterstützung, das heißt, ne, man strampelt und bekommt dann halt die Unterstützung von dem Motor. Da haben wir eine Reichweite von 65 bis 75 Kilometer. Das ist im Mittelbereich so und das ist okay. Wir haben allerlei hier an Zubehör. Wirklich allerlei. Eine Hängetasche, Reifenreparaturwerkzeug. Yep. Dann eine Reifenpumpe, ein Multifunktionswerkzeugsatz, ein Telefonhalter, ein paar Spiegel, also Spiegel für links und Spiegel für rechts und natürlich das Ladegerät für den Akku. Und der Akku selbstverständlich auch. Auch schon vorinstalliert ist hier ein Ständer. Der ist sogar recht gut, muss ich sagen. Vorinstalliert ist hier auch ein Gepäckträger. Der ist sogar aus Metall, der ist auch richtig solide. Was mir hier fehlt, das ist jetzt natürlich jammern auf dem allerhöchsten Niveau, das sind ein paar Spanngurte. Kann man sich dazu bestellen, sehr Cent-Artikel. Was ich da auch online gelesen hatte, bevor ich das Bike bekommen hatte, hatte ich mich da schon ein bisschen informiert, dass das Ganze wenigstens halbwegs zusammenpasst. Und da war die große Beschwerde, dass keine Gebrauchsanweisung für den Aufbau dabei ist. Und die ist tatsächlich nicht dabei. Es gibt eine Gebrauchsanweisung für die Bedienung. Wir haben einen Bordcomputer, wir haben Tasten und so. Aber Freunde, heutzutage wird das alles online bereitgestellt. Kurz bei YouTube eingeben und der Hersteller hat selbst eine Anbauanleitung also hier zur Verfügung gestellt. Die ist recht präzise. Und da kann jeder das Fahrrad selbst entmontieren, denn es ist schätzungsweise 90% vormontiert. Das heißt, ihr müsst nur den Lenker einsetzen und festschrauben. Ihr müsst das Vorderrad einsetzen und festschrauben. Ja. Und dann noch den Sattel halt. Natürlich dann auch noch eine Sattelstange, zack, rein. Das ist alles nicht das Drama. Alles ist hier mit diesen Schnellspannern dann befestigt. Hat wie immer Vor- und Nachteile, natürlich Vorteile. Das lässt sich halt relativ schnell verstellen. Hier zum Beispiel eben die Sattelstange. Auf der anderen Seite, ja, wenn man wirklich vorhat, jetzt so ein Fahrrad im öffentlichen Raum irgendwo zu parken, dann kann einer natürlich dann einen so einen Sattel auch schon mal schnell klauen. Das ist jetzt im Übrigen auch keine blöde Vermutung. Mir haben sie mal einen Sattel geklaut. Es wird aber wirklich alles geklaut, was nicht niedennagelfest ist. Das ist das Einzige, glaube ich, worauf man sich auf jeden Fall verlassen kann. Und ja, das ist natürlich nicht so geil, weil so ein Schnellspanner macht es natürlich dann den Dieben, den Räubern hier an der Stelle noch einfacher. Kann man sich natürlich dann alles ersetzen. Aber zumindest ist der Aufbau ist leicht. Man kann nicht viel verkehrt machen und wird halt dokumentiert vom Hersteller. Bremsen, über die haben wir noch gar nicht gesprochen und das sind hydraulische Scheibenbremsen vorne und hinten. Der Motor ist wie immer hinten in der Narbe verbaut, also hier eigentlich recht unauffällig. Man sieht es dem Bike auch kaum an, dass es halt ein E-Bike ist. Es ist halt vor allem der Akku, der hier im Rahmen mittig eingesetzt wird, lässt sich super easy einsetzen, den Akku und wieder entnehmen. Ihr könnt den Akku dann halt trennt vom Bike einfach mit dem Ladegerät aufladen. Ihr könnt den Akku abschalten. Das ist auch richtig nice. Gibt es einen Kippschalter und da könnt ihr die Stromzufuhr halt vom Fahrrad wirklich komplett kapzack aus. Jetzt unabhängig davon, dass wir das Bike ja am Griff mit einem Taster starten können. Links am Griff ist ein Taster, gedrückt halten und der Bordcomputer fährt sich mit einer sehr geilen Animation hoch und ihr könnt auch gedrückt halten und dann wird der Bordcomputer dann halt auch wieder runtergefahren. Aber wollt ihr die Stromzufuhr unterbinden, müsst ihr den Akku nicht rausnehmen. Ihr könnt auch einfach den Kippschalter halt betätigen und dann ist alles aus. Die Lampe ist im Übrigen auch dabei. Das ist natürlich eine LED-Lampe, ist klar. Das Licht ist ausreichend. Die Lampe ist selbst vom Style her eher so ein bisschen retro, ein bisschen oldschool. Ich finde es geil, aber das könnt ihr euch auch einfach ersetzen gegen andere, wenn es euch halt nicht gefällt. Lass mal das zu, das ist wirklich unfassbar umfangreich. Wir haben eben den Gepäckträger schon dabei. Hier gibt es nichts zu meckern. Habe ich vorhin auch schon gesagt. Das ist vernünftig, das ist schwarz eloxiert, sieht geil aus und macht einen robusten Eindruck. Der Ständer ist auch vernünftig. So, okay. Schutzbleche haben wir dabei. Sogar ein Satz bereits als Ersatz. Das heißt, wir haben zwei Sätze an Schutzblechen. Okay, vorne und hinten. Das Schutzblech, das ist dann auch nochmal an zwei Punkten befestigt. Ich sage jetzt wirklich in Anführungsstrichen an zwei Punkten. Einmal klar fest verschraubt mit dem Rahmen. Aber der andere Punkt, das ist dann mit einem Kabelbinder Gepäckträger. Okay, ja, dann klappert das hintere Schutzblech zumindest. Ist aber wirklich komplett aus Plastik und zieht sich auch nicht komplett um den Reifen drumherum. Das heißt, wenn ihr wirklich so richtig durch den Matsch donnert und dafür ist das Fahrrad ja da, dann habt ihr vermutlich trotzdem Dreck auf dem Rücken. Okay, vorne das Schutzblech, das ist kürzer und das ist an einem Punkt befestigt. Es ist wie das hintere Schutzblech komplett aus Plastik und das nur an einem Punkt befestigt ist. Ja, das schon. Das klappert dann natürlich furchtbar. Ehrlich gesagt, würde ich es eher weglassen. Entweder ihr holt euch vernünftige oder habt halt dann gar keine. Die mitgelieferten Schutzbleche sind eigentlich eher optisch, beziehungsweise als erste Lösung war nichts anderes da. Okay. Die Lampe, ja, könnte ein bisschen heller sein, ist aber im Prinzip okay. Ihr müsst vorne die Schrauber nicht anballern, damit die nicht nach vorne weggibt, weil die ist auch an einem Punkt befestigt. Die Spiegel, die dabei sind, das sind voll die Plastikspiegel, die sehen eigentlich ganz nett aus. Die Halterung ist aus Metall, okay, wird auch echt vernünftig befestigt. Und ich habe die befestigt auch wie auf dem Bild, wie es in den Videos
Video auch angegeben wird, aber die Spiegel ragen nicht über den Lenker hinaus und sind damit sinnlos, weil man kann ja nicht sehen, was hinten passiert. Also das ist eigentlich ein bisschen Blödsinn, die sind eigentlich Erzierde. Aber ich habe es nicht gemacht, weil ich eigentlich die Sinnhaftigkeit oder die Mangel oder die fehlende Sinnhaftigkeit der Spiegel bei der Installation nicht erkannt habe. Aber ihr könnt die natürlich nach unten einfach gerichtet installieren. Und da habt ihr dann eher einen Mehrwert. Würde ehrlich gesagt auch ein bisschen geiler aussehen. So sieht es aus wie so ein Nerd-Fat-Bike mit diesen Anzeigen-Hauptmeisterspiegeln. Da haben wir noch dabei. Wir haben noch so eine Handyhalterung dabei, die ist auch komplett aus Plastik. Ich muss sagen, die öffnet geil. So einen kleinen Taster und dann schiebst du das auseinander. Könnt das Telefon reinlegen und drückt das wieder zusammen. Und ich muss sagen, mein Handy war auch wirklich sehr, sehr stabil. Obwohl wir so ein bisschen über Acker gefahren sind, ein bisschen über Stock und Stein, war doch mein Telefon recht stabil. In dieser Halterung ist nicht rausgerutscht, ist aber wirklich die billigste Plastikhalterung. Und als ich die Schraube angeknallt habe, ist die Schraube auch einfach durchgerutscht, eben weil das Ding komplett aus Plastik ist. Wir haben eine Handyhalterung und geht auch erstmal da. Dann haben wir so eine Tasche, die habe ich jetzt einfach am Rahmen befestigt. Man kann es auch am Lenker befestigen, einfach mit Klett. Und da haben wir ein bisschen Werkzeug dabei, eine ganz einfache Luftpumpe und einen Knochen. Ich dachte, ich schaue nicht so richtig. Ein Knochen war das Standardwerkzeug, was wir damals in den Osten, als wir hier halt noch mit unseren Klappfahrrädern durch den Wald gesaust sind, da hatte jeder mal einen Knochen dabei. Und hier ist dann halt auch wieder ein guter alter Knochen. Wenn ihr nicht wisst, was ein Knochen ist, als Werkzeug, Freunde, googelt es einfach, das will ich nicht erklären. Der Punkt ist, der ist auch zu billig. Also das Werkzeug, das ist so billiger Stahl, Freunde, es verzieht es gleich. Da ist ja auch Installationsmaterial dabei, ist halt zu 90% aufgebaut, nicht zu 100%. Ein paar Imbusschlüssel, die habe ich sofort zerwirkt und musste dann meine eigenen ranholen, weil auch die Imbusschlüssel waren so weicher Stahl gewesen, kriegst du keine Schraube gelockert mit denen, was halt dabei ist. Ist kein Drama, Freunde. In der Regel werden Fahrräder heutzutage eigentlich komplett nackig verkauft, also ohne Zubehör, ohne Schutzbleche, ohne einen Ständer. Dann müsst ihr den ganzen Krimskrams nachkaufen und ohne Licht. Hier haben wir zum Beispiel auch Katzenaugen schon dabei an den Reifen. Wir haben auch ein Licht unter einem Sattel. Da habt ihr einen kleinen Taster. Das Licht funktioniert dann eigentlich über eine eigene Batterie, während das vordere Licht, das ist dann halt mit am Akkunetz halt angeschlossen. Die Verkabelung ist echt vernünftig. Alles ist mit Kabelbindern festgemacht. Gibt's nichts zu meckern. Die Verarbeitungsqualität an sich ist auch nichts zu meckern. Das ist nicht so, dass da jetzt ein Grat ist, dass man sich da irgendwo schneidet, weil es scharfkantig ist. Alles soweit ganz gut gemacht. Funktioniert ist es auch ganz vernünftig. Und auch die Schrauben sind glücklicherweise auch recht hochwertig. Wenn ich sage, ja, billiger Stahl, dann das mitgelieferte Werkzeug. Das Fahrrad selber, das ist soweit ganz vernünftig. Und zum Glück auch der Ständer im Übrigen. Das Fahrrad steht wirklich richtig sicher auf den Ständer. Auch der Anstellwinkel ist vernünftig gemacht. Und ich sage zu oft vernünftig. Im Übrigen, ihr habt es vielleicht schon gesehen, dass der Bremssattel, der ist so orange. Auch ein Teil von den Rahmen ist orange. Diese kleinen farblichen Highlights holen mich ab. Also ich finde, optisch macht das Fahrrad was her. Und es ist auch ein Hingucker, wenn man damit durch die Straßen fährt. Die Leute drehen sich ja schon mal um. Ist nicht nur ein Monster, auch vom Design her finde ich es echt ansprechend. Der Sattel selber ist erstaunlich bequem. Auf der einen Seite ist es kein Sessel. Was ich gar nicht leiden kann, das ist so ein super schmaler Sportsattel, ne? Der also gefühlt einfach nur aus Stein besteht. Und dann scheuert er halt am Hintern. Ne? Ich habe ja nun auch nicht viel Sitzfleisch. Dann könnt ihr euch vorstellen, das geht bei mir nicht lange gut. Ne? Außerdem sind das auch Nussknacker-Sattel, nenne ich das jetzt mal. Hier haben wir so ein bisschen was dazwischen. Ne? Der Sattel ist jetzt nicht riesengroß wie so ein Sessel, ist aber auch nicht so ein kleiner Sportsattel, der halt mega hart ist, nicht nachgibt. Da gibt dann halt der Rest nach von euch, auch nicht der Sattel. Wir haben weiße Nähte auf einen schwarzen Bezug und ich bin ja nun gefahren. Wir haben ungefähr 10 Kilometer runtergerissen an den Tag und bequem. Ich bin Fan von den Sattel, Freunde. Ich bin absoluter Fan von den Sattel. Richtig schön bequem. Wir haben vorne die Federgabel, die gut eingestellt ist. Die federt halt dann, wenn sie federn soll. Die Federung hinten im Rahmen, da haben wir ja auch so ein Federbein, die gibt kaum nach. Da konnte ich jetzt nicht so viel dem abgewinnen. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht der schwerste Mensch der Welt. Ich wiege derzeit was bei 72 Kilo. Und die Federung hinten, die muss ja auch bei jemandem funktionieren, der bedeutend schwerer ist als ich. Denn dann würde die ja dann schon viel zu tief eintauchen. Ich habe keine Ahnung. Das ist aber eigentlich an sich nicht das Riesendrama. Ich bin erstmal sowieso Geländeherausforderung Nummer 1 ist ja Kopfsteinpflaster. Fahrt mal mit einem Roller, mit so einem E-Scooter über Kopfsteinpflaster. Das ist Hölle. Das macht echt keinen Spaß. Aber das mit den CO26 echt kein Problem. Das schlucken die Reifen schon weg. Das sind ja extrem fette Reifen. Und da könnt ihr auch noch ein bisschen mit dem Luftdruck spielen. Hier geht es ja nicht um Speed, ist ja klar. Die müssen nicht hart sein wie Stein. Ihr könnt auch ein bisschen mit dem Luftdruck spielen und habt ihr allein über die Reifen wirklich schon eine immense Federung. Ja, ich weiß auch, dass das Bike ist jetzt nicht für Kopfsteinpflaster konzipiert worden. Wir waren natürlich dann auch unterwegs gewesen. Also wir sind jetzt auch ein bisschen über Unebenheiten gefahren, also hauptsächlich ich. Samin ist mir hinterhergefahren, hat mich ein bisschen gefilmt. Sie war mit einem Citybike unterwegs und hat mir da schon die deutlichen Schwierigkeiten gehabt. Sie konnte mir aus unterschiedlichen Gründen manchmal nicht folgen. Entweder weil es halt dann doch ein bisschen zu uneben wurde oder weil halt die Leistung dann von ihrem Fahrrad nicht ausgereicht hat. Und da ist ein Punkt, ich sag euch so wie es ist und das ist letztendlich auch das werde ich auch im Fazit nochmal erwähnen. Ich habe noch nie ein 5000 Euro E-Bike getestet. Ich bin einfach da bisher noch nicht rangekommen, Freunde. Aber das CO26, das zieht echt nach vorne. Über den Motor haben wir ja schon gesprochen.
Wir haben 5 verschiedene Leistungsstufen. Und gerade wenn man die 5. auswählt, Freunde, der zieht ganz schön nach vorne. Der Motor, der läuft ein bisschen nach. Das wäre jetzt hier auch schon mal ein kleiner Kritikpunkt. Der läuft ein bisschen nach. Das kann man unterbrechen mit der Bremse. Das ist also miteinander gekoppelt. Wenn ich bremse, dann schaltet der Motor ab, damit ich halt nicht jemanden über den Haufen fahre und damit ich nicht selber meine Bremsleistung dann halt durch die Leistung des Motors verringere. Aber ich wollte es halt erwähnt haben. Stufe 0 bedeutet übrigens in dem Falle, dass ich den Motor komplett abschalte. Dann kann ich strampeln. Ich muss dafür nicht den Akku abschalten oder einen Bordcomputer abschalten. Aber der Motor läuft auf jeden Fall ein bisschen nach. Das heißt, auch wenn ich schon nicht mehr trete, dann habe ich noch, das ist jetzt schwer zu sagen, so ungefähr 2 Sekunden, wo der Motor halt nachläuft und mich immer noch nach vorne schiebt. So, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, gerade wenn man irgendwo fährt, wo dann halt auch zum Beispiel Kinder spielen. In dem Falle würde ich immer sagen, schaltet den Motor lieber ab, geht einfach auf Stufe 0. Die Leistung ist auf jeden Fall insane. Der drückt euch ordentlich nach vorne. Und da kriegt ihr auch ordentlich Steigung. Wenn ihr jetzt noch zusätzlich niedrigen Gang wählt, ihr könnt im Übrigen auch im höchsten Gang damit anfahren. Wenn ihr einen niedrigen Gang wählt, Freunde, dann kommt ihr wirklich durch jedes Gelände. Und ihr beschleunigt unfassbar schnell auf 30. Ja, wir hatten jetzt vorhin gesagt, da steht eigentlich eine Beschreibung 25 Stundenkilometer. Im Test hat er mich bis 30 beschleunigt. Dafür haben wir den Bordcomputer. Den sind wir noch gar nicht reingegangen, das Video ist schon so weit fortgeschritten, aber wir haben einen mittig installierten Bordcomputer. Der wird dann halt, wenn wir das Bike anschalten, wird er halt mit angeschalten. Es kommt auch eine geile Startanimation. Und das ist wirklich ein geiler Bordcomputer. Erstmal natürlich die Informationen, die wir so brauchen, das können wir auch durchschalten. Wir steuern den Bordcomputer dann an Tasten links am Griff und da können wir uns dann anzeigen lassen. Die durchschnittliche Geschwindigkeit unserer letzten Tour, die maximale Geschwindigkeit bei letzten Tour, natürlich die zurückgelegte Kilometeranzahl und die aktuelle Geschwindigkeit wird natürlich auch angezeigt. Geil. Also ein bisschen das, was man auch vom Auto kennt. Und das Display selber ist wirklich richtig gut. Das Display ist farbenfroh, es ist knackenscharf und es wird auch automatisch dann abgeblendet, wenn wir das Licht anschalten. Das heißt, wenn wir abends unterwegs sind, können wir uns das Display abblenden. Wenn wir aber das Licht anhaben, dann wird halt auch die Helligkeit von dem Display gesenkt. Ansonsten ist die Helligkeit absolut okay, sodass wir das wirklich gut ablesen können, auch wenn die Sonne scheint. Wir waren ja wirklich bei gutem Wetter unterwegs. Und das Display ist, der ganze Bordcomputer ist wirklich ein kleines Highlight, Freunde. Fährst also los, hast wie gesagt ordentlich Druck durch den Motor, siehst dann deine Informationen über ein Display, was gerade Sache ist, wie schnell du fährst etc. Und es macht wirklich Spaß. Fährst du auf den Rasen oder wir hatten ja auch so ein bisschen, also auf jeden Fall dann keinen befestigten Weg mehr. Und bin ich auch durchgedonnert. Da habt ihr vorne die Federgabel, die auf jeden Fall viel an Stößen abfängt. Hinten, wie gesagt, die Federgabel habe ich jetzt nicht so den wirklichen Federeffekt bemerkt, aber die Reifen, die fetten Reifen, die schlucken natürlich dann schon einiges weg. Womit ein Citybike auch schon Gefahr läuft, wegzurutschen. Ja, und wir hatten ja schon einigermaßen vernünftige Reifen. Es gibt ja noch die Citybikes, gerade die älteren, die immer noch ganz, ganz den Reif, habt ihr natürlich andere Möglichkeiten, auch mal ein bisschen abzuspeeden, aber das nützt euch natürlich auf dem Acker nicht viel. Und da habt ihr hier keine Probleme. Ihr habt die bessere Haftung, ihr rutscht nicht so schnell weg und es wird viel, viel an Stößen halt abgefahren. Dafür ist es natürlich auch gedacht, wenn ihr halt mal ein bisschen durch Gelände wollt, ist das Bike dafür gut geeignet. Hat auch echt ordentlich Kraft. Bis 3 Stundenkilometer zieht euch der Motor wirklich wohin ihr wollt. Super. Schaltung schaltet gut, ist alles ein bisschen basic. Da haben wir rechts mit einer Taste können wir hochschalten, da haben wir einen kleinen Hebel, da können wir doch runterschalten. Da kommt mir so ein bisschen immer die Hupe in den Weg. Da ist mich direkt daneben ein Taster für die Hupe. Die ist auch schon vor uns. Nee, ist ja am Akku angeschlossen, die wird auch super laut. Aber ja, da habe ich den Taster für die Hupe, die Taste für die Gangschaltung, muss ich erst ein bisschen dran gewöhnen, ist nicht das Riesendrama. Die Griffe mit Handbeinauflage ist ganz vernünftig. Der Lenker ist ehrlich gesagt auch geil, ist auch von der Höhe her vernünftig eingestellt, sodass man hier nicht Nackenstache bekommt. Man ist aber immer noch recht sportlich unterwegs und sitzt halt nicht aufrecht, wie es beim Citybike so ein Tiefeinsteiger der Fall ist. Das muss ich sagen, ist auch richtig gut. Fahren an sich alles kein Problem. Kommen wir jetzt auch mal zum Fazit. Im Prinzip habe ich euch ja bisher nur Positives erzählt, kommen jetzt mal zu den Negativen. Und das bedingt ja auf jeden Fall die Zulassungsfähigkeit. In Deutschland gibt es nämlich eigene Regeln. Wir sind hier limitiert auf 250 Watt. Okay, es gibt eine 250 Watt und eine 750 Watt Version. Da könnt ihr euch eine 250 Watt Version wählen und seid da auf der sicheren Seite. Das allein reicht aber nicht. Die Hupe ist elektrisch und funktioniert somit nur, wenn ihr einen Akku eingelegt habt. Und auch das widerspricht hier der Zulassungsverordnung. Ihr müsst also eine Klingel haben, die unabhängig halt vom Stromnetz des Fahrers halt funktioniert. Die Maximalgeschwindigkeit muss limitiert sein auf 25. Hier in der Praxis war es aber 30 gewesen. Das ist also 5 Stundenkilometer. Zu viel. Das ist auch noch so ein Punkt. Dann ist es die Anfahrhilfe. Wir haben eine Anfahrhilfe, das heißt, wir haben, ich sag's jetzt mal, Gashebel am rechten Griff. Ist dann ähnlich wie beim Moped, drehen und ihr könnt losfahren, rein elektrisch losfahren. So, das ist an sich auch erlaubt. Hier ist dann aber die Maximalgeschwindigkeit problematisch. Denn wir werden hier safe bis 25 beschleunigt, was als aber die Zulassungsfähigkeit hier als Pedelec anbelangt, darf das Fahrrad nur auf Schrittgeschwindigkeit beschleunigen. Hier beschleunigen wir allerdings bis 25, mindestens, vielleicht sogar ein bisschen schneller. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Punkt vergessen habe. Es spielt an sich keine Rolle.
da ja nun mal alle die Punkte, die ich erwähnt habe, erfüllt werden müssen, damit wir hier die Zulassung halt als Pedelec haben. So haben wir diese Zulassung als Pedelec nicht und müssten theoretisch uns jetzt hier ein Kennzeichen zulegen. Ich weiß nicht genau, unter was es dann laufen würde. Elektrokleinstfahrzeug oder E-Moped, keine Ahnung. Es ist halt egal, es ist auf jeden Fall nicht zugelassen als Pedelec. Das will ich an der Stelle erwähnt haben. Und das ist natürlich dann ja an der Stelle, könnt ihr euch schon denken, die größte Kritik. Unabhängig jetzt dieser Punkte, mir fehlt jetzt eben die Erfahrung mit teureren E-Bikes, dass ich nicht sagen kann, okay, oh, investiert auf jeden Fall 1000 Euro mehr und ihr bekommt jetzt 300% mehr Fahrrad. Das kann ich an der Stelle nicht sagen. Ich finde den Preis erstmal für mein Fahrerlebnis und so wie es verarbeitet ist, was der Motor leistet, die Akkukapazität etc. Alles, was also so ein E-Bike erstmal ausmacht, finde ich den Preis angemessen. Finde ich sogar gut. Zumal wir haben auch einen 5% Gutschein, wollen wir auch nicht vergessen. Auch Anlieferung war kein Problem, ging alles flott, war gut verpackt, also wirklich hervorragend verpackt. Aufbau war auch kein Problem gewesen und hat auch alles gepasst, wie es sollte. Ich hatte keine Probleme, nichts Negatives, wo ich sage, okay, das ist ein No-Go, das Ding kann man jetzt aus Gründen XY nicht kaufen. Ist mir nichts aufgefallen. Soweit alles positiv. Da ich allerdings weiß, dass E-Bikes auf jeden Fall wesentlich mehr kosten können, würde ich dann zumindest da hier das Einsatzgebiet ein bisschen einschränken. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ich bin ein wirklicher Vielfahrer, ich bin ein Pendler und ich pendel zum Beispiel ständig durchs Gelände, ne? Also zwischen Arbeitsplatz und Eigenheim, Lichtensumpf. Seid ihr wirklich Vielfahrer, dann würde ich sagen, ja, geht lieber mal auf Nummer sicher, gebt ein bisschen mehr Geld aus, wo es dann vielleicht auch schon mehr Erfahrungsberichte gibt. Aber seid ihr wie ich zum Beispiel, ich bin nur ein Spaßfahrer. Klar, im Sommer, ne, dann radle ich auch mal in der Gegend rum und da sehe ich hier kein Problem. Also für alle, die sagen, hier nur aus Spaß gelegentlich, da steht dem nichts im Weg. Vielnutzer und Pendler sollten sich dann auch noch über andere Produkte informieren. Ich verlinke euch das CO26 unten in der Videobeschreibung. Der Test hat auf jeden Fall jede Menge Spaß gemacht. Ich denke mal, das kam auch so ein bisschen rüber über die ganzen Einspieler. Samin ist ja auch damit gefahren und sie fand es auch eine sehr interessante Erfahrung. Und Freunde, ich hoffe, euch hat es weitergeholfen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.